Das Thema Börsentransaktionssteuer dürfte hier auch mit reinspielen. Scholz hat verkündet, die soll kommen. Ich glaube 2021 Börsentransaktionssteuer. Ich war damals im Bundestagsexpertenanhörung, wurde da auch gehört, habe mich für die Transaktionssteuer ausgesprochen, unter der Bedingung, dass es richtig gemacht wird, dass es für den Hochfrequenzhandel gilt, dass es für die Derivate gilt. Und zwar im Wesentlichen und nur dort und nicht etwa für die normale Aktie des Sparers, sondern eben für diesen Hochfrequenzhandel, der die Märkte gefährlich macht, der keinen volkswirtschaftlichen Nutzen hat, außer Schaden anzurichten und den einzubremsen durch eine Börsentransaktionssteuer, hielt ich für sinnvoll. Jetzt kommt die Börsentransaktionssteuer, nur genau das Gegenteil davon. Also, es werden eben die Hochfrequenzhandel, die Derivatehandel wird nicht besteuert, sondern nur die Aktien des Sparers. Also eine Perversion, wie man sich nur vorstellen kann. Man muss sich den Kopf an die Wand hauen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Ist es böse Absicht, Dummheit? Mit Dummheit kann man es nicht beschreiben, weil da waren zu viele Experten dabei, dazu sind zu viele Lobbyarbeiten dabei. Es ist böse Absicht, man kann es nicht anders nennen. Und es geht wieder auf die Kleinen, die da ausgelutscht werden. Die Großen machen sich die Taschen voll. Das heißt, je höher ihre Umsätze sind, je mehr Umsätze sie machen, umso schlechter für sie. Gut. Bei uns im Fonds, uns trifft es nur bedingt, weil wir machen sehr wenige Transaktionen, was die Aktien angeht. Wir kaufen, bleiben sehr lange drin. Von daher ist das überschaubar, was uns trifft. Aber es ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich für den Bürger.